اخبارك؟ انا مش عارف اخبارك كمان. Super. Also, ich begrüße euch alle ganz herzlich zu dem Interview. Schön, interessiere ich euch für den Beruf Informatikerin. Mein Name ist Franzi Schmid. Ich arbeite normalerweise bei der UBS und ich freue mich, dass ich heute das Interview mit der lieben Vilma durchführe. Würdest du gerade kurz gerne dir das Wort übergeben? Ja, hallo zusammen. Eben, wie schon gesagt, habe ich die Lehre als Informatiker in Systemtechnik abgeschlossen und ja, arbeite jetzt auch in diesem Beruf seit einem Jahr. Super, also bis da, also wenn ihr Fragen habt, dass die oder irgendetwas über den Beruf, könnt ihr sehr gerne unten bei F&D stellen, dann können wir das beantworten. Und ich würde euch gerne gerade mal kurz anfragen mit Persönlichkeitsfragen, und zwar, was würdest du jetzt machen, hättest du unendlich viel Geld? Ich würde sicher die Armut auf der Welt beheben in dem Sinn. Und einfach, dass Weltfrieden herrscht. Ich glaube, das sind die zwei grössten Probleme, die wir haben. Und was ist dein absoluter Traumjob? Traumjob, also ich Informatik in dem Sinn, also ich habe eine gute Basis, wo ich geschaffen habe mit diesem Beruf, wo ich dann eigentlich recht viel machen kann. Ich habe schon überlegt, keine Kriminaltechnik ein bisschen zu gehen oder auch als Forensikerin zu arbeiten, aber im Informatikbereich, also dort so ein bisschen Cybercrime, dort sehe ich mich. Super. Und wenn jetzt irgendjemand fragt, was ist überhaupt Informatiker, wie würdest du jetzt den Beruf beschreiben, jemand, der das noch nie gehört hat? Ja, also es kommt immer ein bisschen darauf an, in welchem Betrieb man ist. Aber Informatiker lösen grundsätzlich einfach das Problem, das die User oder eben die Kunden haben. Man tut Server aufsetzen, man tut Netzwerkinfrastrukturen bauen. Man schaut einfach, dass die Leute draußen arbeiten können mit den PCs und dass sie eigentlich alles machen können, was mit der Informatik zu tun hat. Sprich, drucken, scannen, was auch immer. Also, dass echt dort der Betrieb läuft. Und darum ist Informatik auch in jedem Betrieb vorhanden, weil es halt überall gebraucht wird. Und wie sieht es so eine Ausbildung als Informatiker aus? Wie ist das mit der Schule und mit den ganzen Ausbildungen, die man macht? Also, die Lehre geht ja 4 Jahre. Und im ersten Lehrjahr ist man eigentlich in einem Basislehrjahr. Dort lernt man die Basics mit anderen Informatikern zusammen. Und dann arbeitet man im Betrieb, halt die restlichen 3,5 Jahre. Und in der Schule ist es so, dass man auch im ersten Jahr alle zusammen sind, also in der Berufsschule. Und nach dem einen Jahr gehen dann Fachrichtungen auseinander. Also es gibt ja Systemtechniker und Applikationsentwickler. Und dann Applikationsentwickler gehen eher ins Programmieren rein und Systemtechniker eben lernen die Sachen kennen mit den Servern, mit dem Netzwerk. Genau, dann teilt sich das ein bisschen. Und was vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt ist, bei der Informatiklehre hat man grundsätzlich kein LAP, also kein QV am Schluss. Man hat einfach die einzelnen Module während der 4 Jahre. Und die müssen dann zusammen einfach ein 4 geben am Schluss. Und das ist dann, in dem sind Abschlussnoten. Genau, und dann hat man, sorry, und dann hat man einfach am Schluss noch wie eine Abschlussarbeit und die zählt dann auch. Also die müssen einfach beide genügend sein. Genau. Okay, und wie bist denn du darauf gekommen, dass du jetzt Informatikerin wirst werden? Wie hast du dich für den Beruf entschieden? Also ich habe eigentlich immer gerne, als ich schon jünger war, mit so Computern und so zusammengearbeitet und ich habe auch eigentlich allen aus meiner Familie geholfen damit. Und dann bin ich schnuppern in verschiedenen Betrieben und dann hat es mir wirklich mega gut gefallen, vor allem auch Systemtechnik, weil also Applikations ist nicht so meins, sage ich jetzt mal, und darum habe ich mich dann für Systemtechniker entschieden. Aber ich bin echt wirklich viel schnuppern und ja, mich mit dem befasst. Jetzt ist gerade noch die Frage hineingekommen, wie viel verdient man in diesen 4 Lehrjahren oder auch, wenn man dann ausgebildet ist? Also, wie schon gesagt, im ersten Lehrjahr bist du eigentlich nicht so viel im Betrieb, nur in den Ferien, dann halt auch Schulferien sind. Und dort habe ich jetzt nicht viel, also wenn ich sage, ist es ein bisschen dumm, aber sagen wir 300 Stutz, 400 so verdienst du im ersten Lehrjahr. Und dann im zweiten steigt es eigentlich schon so auf 900, sagen wir. Und dann im dritten, vierten ist so 1001 und dann 1004. So plus minus. Aber es kommt halt immer auf den Betrieb drauf. Aber dort oben ist es
Und eben, man muss sich einfach bewusst sein, wenn man bei das Basislehrjahr geht, dass man weniger verdient, aber dafür zahlt er auch Betrieb die Schule. Also die ist auch teuer. Von dem her liegt sich näher aus. Und in welcher Sprache tust du alles programmieren? Also wir haben jetzt in der Schule Java gehabt. Also eigentlich nur mit der, nur mit Java. Okay. Und wo siehst du so ein bisschen die Vor- und Nachteile als Informatiker? Die Nachteile sind sicher, eben, wie schon vorhin gesagt, Informatik hat es eigentlich überall. Also in jedem Büro findet man irgendetwas, was mit Informatik zu tun hat. Und somit ist halt, wie soll ich sagen, es taucht halt mehr Probleme auf in dem Sinne. Also man muss eigentlich immer parat sein, schnell und flexibel das Problem lösen zu können. Vor allem jetzt im Spital. Kann es halt sein, dass in einem Operationssaal, während jemand operiert wird, irgendein Gerät ausfällt. Und dann musst du halt einfach säckeln und das Problem beheben. Genau. Aber Vorteil ist sicher, dass man eben jeden Tag andere Sachen macht. Man lernt immer Neues. Die Informatik wechselt eigentlich ständig. Also Technologien gibt es immer neue. Und darum ist man eigentlich immer recht aktuell. Und eben, man lernt sehr viel Neues. Und was denkst du, wie wird sich dein Beruf in Zukunft entwickeln? Also Informatik ist ja jetzt schon recht präsent in den Betrieben, aber ich denke, es wird noch mehr dazu kommen, vor allem jetzt, wenn die Cloud-Thematik kommt, aber auch mit den Cyberangriffen. Ich weiß nicht, ob, ja, Cyberangriff kurz. Ich bin jetzt im Betrieb und arbeite als Sekretärin und ich bekomme ein Mail von einem Unbekannten. Und dort ist zum Beispiel jetzt ein Link drauf und dann klicke ich da drauf und dahinter hockt aber ein Hacker. Besser gesagt, ein Hackerangriff ist das. Und dann kann er hintendurch auf die PC zugreifen und irgendwelche Daten holen. Und mit dem kann er die dann in dem Sinn erpressen. Und ich denke, dort wird Informatik noch sehr, sehr breit werden und dort wird es an sehr viel Hilfskräfte brauchen. Und darum mache ich auch jetzt auch Studium in die Richtung Cybersecurity. Okay, und was hast du denn sonst noch irgendwie andere berufliche Ziele, die du erreichen willst? Ja, aber eben, ich möchte sicher mein Studium jetzt beenden. Also es geht noch 3 Jahre. Und dann werde ich sicher vielleicht in eine grössere Firma gehen, also Sicherheitsfirma. Und vielleicht auch einmal für einen Bund arbeiten. Das wäre halt auch cool. Wirklich so Cyberangriff auf Bundesebene abzuwehren und dort mal mitzuarbeiten. Wie sieht denn jetzt im Moment den Alltag aus von der Arbeitszeit her? Hat es sich irgendwie geändert, seit Corona da ist? Ja, also Corona. wir haben dann irgendwie April, Mai haben wir Homeoffice gehabt. Aber wir konnten eigentlich genau gleich weiterarbeiten. Einfach, ja, einfach halt remote. Und Arbeitszeit, also ich kann meine Zeit selber in dem Sinne einteilen. Ich kann kommen und gehen in dem Sinne, wenn ich will. Ich muss einfach meine Arbeit erledigen. Und am Tag muss ich 8 Stunden und 24 Minuten da sein. Und ich bin eine, die recht früh kommt und dann auch früh wieder gehen kann. Also darum komme ich etwa so zwischen 6:30 und 7:00 und gehe dann wieder so um die 4. Hast du irgendetwas, was du überhaupt nicht gerne machst in diesem Beruf? Eigentlich nicht im Fall. Also man hat immer so Arbeiten, wenn es Aufraumarbeiten sind, wenn man jetzt zum Beispiel einen Server abgebaut hat, muss man halt alle Kabel wieder rausziehen, man muss Beschriftungen, alles wegnehmen, halt so arbeiten, aber das gehört halt alle dazu, aber das ist, also, ist nichts Schlimmes. Und wenn ich jetzt genau das Gegenteil frage, was sind so, also was machst du am liebsten, was sind deine größten Erfolge? Also ich arbeite sehr, sehr gerne an so grossen Projekten, die eben mit der Security-Thematik zu tun haben. Und ich befasse mich auch gerne mit der ganzen Netzwerkinfrastruktur, wo es mich einfach Wunder nimmt, wie die Komponenten oder eben die PCs verbunden sind mit dem ganzen Netzwerk. Das nimmt mich halt schon mega Wunder. Genau. Und was eben auch so ein Hackerangriff alles kann auslösen kann. Und wie man es dann abwehren kann. Genau. Dann hat man eben gefragt, was sind so die 3 wichtigsten Sachen, die man muss wissen in diesem Beruf?
Die wichtigsten Sachen. Also man muss auch wissen, dass die Informatik eigentlich immer im Wandel ist. Also man muss immer offen sein für Neues und auch Neues lernen wollen, weil wenn man immer auf dem gleichen Stand ist, dann ja, bringt man es nicht so weit in dem Sinn. Was könnte ich noch sagen? Ich weiß nicht. Vielleicht während der Lehre ist wichtig, eben, dass man weiß, dass es wirklich ein LAP gibt, dass einfach die Module zählen und dass man einfach während dem Unterricht aufpassen soll und nicht einfach so sagen, okay, ist jetzt egal, sondern wirklich, dass man die Module auch schafft. Und das Dritte vielleicht auch wegen dem Lohn, dass man wirklich im ersten wirklich weniger verdient, aber nach im zweiten ja, reguliert sich das wieder. Weil dort sind auch ein paar recht so in dem Sinne schockiert gewesen, als wir das erzählt haben, aber ja, das ist vielleicht noch wichtig. Was ist denn so ein das größte Projekt, das du bis jetzt erst mitschaffen kannst? Also ich habe aus meiner Abschlussarbeit habe ich komplett eigene virtuelle Umgebung gebaut. Das ist so eins von meinen grossen Projekten gewesen, weil ich dort sicher etwa 2 Monate dran gewesen bin. Und jetzt bin ich aktuell gerade dran, einen neuen Zugang für unsere externen Kunden bereitzustellen, damit sie dann auch sicher auf unsere Umgebung können zugreifen können. Und dort muss ich jetzt einfach schauen, dass wir die Änderungen, die sie bei uns machen, auch in dem Sinne aufgenommen werden. Also ihre Sessions in dem Sinne werden alle aufgenommen, dass wir das dann auch können nachvollziehen können, was sie genau gemacht haben. Das sind jetzt so die grossen Projekte. Okay, und ist der Beruf, schafft man da eher so ein bisschen im Team zusammen oder ist das eher so ein selbstständiger Beruf? Ja, also man schafft eigentlich beides. Also man hat ein Team, wo eben, ich habe jetzt in meinem Netzwerkteam habe ich jetzt 4 Leute, aber die arbeiten halt alle an ihren eigenen Projekten und Problemen. Aber man hat auch einfach so Meetings, wo man einfach alles zusammen bespricht und vielleicht kann man sich auch gegenseitig helfen. Also man muss eigentlich für beides ja, offen sein. Okay, und was hast du jetzt so etwas, was du am liebsten machst? Also, wenn du jetzt so schaffst, was ist so das, was dich jetzt motiviert am Morgen, dass du aufstehst? Oder was ist das, was du am liebsten machst? Das Liebste mache ich eben das mit dem Security-Thema. Also ich nehme mich einfach immer wunder, okay, sind wir genug geschützt gegen so einen Hackerangriff? Was ist, wenn wirklich etwas mal passieren würde? Wie würden wir reagieren? Das interessiert mich eben mega. Also einfach auch die neuen Technologien, was es so gibt auf dem Markt. Ja, das ist wirklich mega cool. Okay, jetzt habe ich gesehen, dass du mit der Zeit schon recht vorangeschritten hast. Hast du vielleicht noch etwas Letztes, was du gerne den Schülerinnen und Schülern mit auf den Weg geben oder irgendeinen Tipp? Ja, also ich kann euch nur empfehlen, so viel wie möglich zu schnuppern. Wenn ihr gerade dort seid, um euren Beruf auszuwählen, geht einfach so viel wie möglich schnuppern in unterschiedlichen Betrieben. Und ja, nehmt das einfach ernst. Ich glaube, das ist einfach das Wichtigste. Einfach schnuppern und mal schauen, wie der Beruf ist. Super, besten Dank für den Tipp und auch besten Dank, hast du dir heute die Zeit genutzt, um die vielen Fragen zu beantworten. Ich hoffe, ihr Danke habt ein bisschen mehr über den Beruf Informatik erfahren. Und danke vielmals nochmal, Belma, hast du dir Zeit genommen. Und wenn ihr das Interview nochmal anschauen wollt, könnt ihr das gerne bei SwissSkills Connect machen. Dort findet ihr auch alle weiteren Interviews, die wir noch haben. Besten Dank und noch einen ganz schönen Tag euch allen. Super, danke. Tschüss zusammen.